Das Leben und das traurige Ende von Debbie Reynolds. Debbie Reynolds wurde am 1. April 1932 als Mary Frances Reynolds in El Paso, Texas, als zweites Kind von Maxine N. und Raymond Frances Reynolds, einem Zimmermann der Southern Pacific Railroad, geboren. Reynolds gewann im Alter von 16 Jahren einen Schönheitswettbewerb, in dem sie sich als Betty Hutton ausgab, bevor sie von einem Warner Bros. Filmscout entdeckt wurde, 1950. Später in diesem Jahr unterschrieb sie bei MGM und stellte ihr Gespür für die Imitation in Three Little Words unter Beweis, indem sie die Sängerin der 1920er Jahre Helen Kane porträtierte. Reynolds spielte in dem Film mit dem Komiker Red Skelton und der Tanzikone Fred Astaire, den sie später als äußerst freundlich und hilfsbereit bezeichnen würde, um seine Tipps zum Tanzen zu teilen. Reynolds, bekannt für ihre grenzenlose Energie und ihr freches Auftreten, machte sich mit Hauptrollen in einer Reihe von Musicals durch, darunter Two Weeks with Love, 1950, Give a Girl a Break, 1953 und Hit the Deck, 1955. Die berühmteste Rolle der Schauspielerin war in Singin' in the Rain, 1952. Im Alter von 19 Jahren spielte sie neben Gene Kelly und Donald O'Connor die Hauptrolle und glänzte in Nummern wie Good Morning und All I Do Is Dream of You. 1957 sicherte sich Reynolds mit der sentimentalen Ballade Tammy aus dem beliebten Romantikfilm Tammy and the Bachelor, in dem sie neben Leslie Nielsen die Hauptrolle spielte, einen Platz auf Platz 1 der Popcharts. In den frühen 1960er Jahren trat die Schauspielerin in mehr komödiantischen Ausflügen auf, darunter The Rat Race, in dem Tony Curtis als romantische Hauptrolle spielte, und The Pleasure of His Company, in der Reynolds mit Astaire wiedervereinigt wurde, die ihren reichen Vater spielte. 1964 gewann Reynolds mit ihrer Titelrolle in The Unsinkable Molly Brown, für die sie eine Oscar-Nominierung erhielt, weitere Anerkennung. Das erfolgreiche Musical-Biopic folgte dem Leben der berühmten unkonventionellen Dame der Gesellschaft und Titanic-Überlebenden. Nach der Hauptrolle in der kurzlebigen Fernsehsitcom The Debbie Reynolds Show, 1969, und dem Campy-Spielfilm What's the Matter with Helen? 1971 spielte Reynolds über einen längeren Zeitraum nicht in Filmen mit, abgesehen von Voice-Over-Arbeiten als Titelfigur im 1973 animierten Spielfilm Charlotte's Web. Stattdessen wandte sie sich der Bühnenarbeit zu und verbrachte die nächsten Jahre damit, in Nachtclubs von Las Vegas und am Broadway aufzutreten, wo sie 1973 eine Tony-Nominierung für die Wiederaufnahme von Irene erhielt. Nach Gastauftritten in Fernsehsendungen wie Alice, The Love Boat und Hotel kehrte Reynolds an den Broadway zurück, wo sie Lauren Bacall in der Hauptrolle der Musical-Version von Woman of the Year, 1983, ersetzte. 1989 begann Reynolds mit einer Bühnenproduktion von The Unsinkable Molly Brown landesweit zu touren. Reynolds kehrte 1992 zum Spielfilm zurück, mit einem Cameo-Auftritt in The Bodyguard, gefolgt von einer Nebenrolle in Oliver Stones Heaven and Earth, 1993. 1996 war sie Headlinerin ihres ersten Films seit 25 Jahren, als sie in der Titelrolle von Albert Brooks liebenswerter Komödie Mother gecastet wurde, gefolgt von einer Rolle in In and Out im nächsten Jahr. Reynolds übernahm später eine wiederkehrende Rolle in der Hitsitcom Will und Grace, für die sie eine Emmy-Nominierung als Gastdarstellerin einbrachte. Im November 2015 erhielt Reynolds den Jean Hersholt Humanitarian Award der Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Sie war dreimal verheiratet und hatte drei Kinder. Leider. Am 28. Dezember 2016 wurde Debbie Reynolds nach einem schweren Schlaganfall in das Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles eingeliefert. Sie starb noch am selben Tag. Später wurde als Grund für ihren Tod eine intrazerebrale Blutung festgestellt, die durch Bluthochdruck verschlimmert wurde. Sie wird im Forest Lawn Memorial Park, Hollywood Hills, in Los Angeles beigesetzt. Auf Wiedersehen, Debbie Reynolds.